Hallo, ich bin der Loi und jetzt geht's weiter mit Dead Effect 2. Und ja, ich lerne ja so von Aufnahme zu Aufnahme immer so ein klitzekleines bisschen dazu. Und das Ding ist, ich habe ja jetzt hier schon immer fleißig neue Items mir angeguckt. Aber bei Minikin, ich habe mir die ganzen Waffen nie angeguckt, die ich gesammelt habe. Also ich habe mir jetzt neue Waffen gekauft im Shop, aber ich habe ja auch immer welche bekommen. Also ab und zu, wenn man einen Gegner killt, dann droppen die ja was. Und das wollte ich jetzt mal... Ja, machen wir gleich, Minikin, aber... Ich wollte jetzt erstmal gucken, okay, ich habe wirklich fast keine Kohle mehr, habe ich schon alles ausgegeben. Aber, hier, Inventory. Ich kann mir doch hier mal den ganzen Kram angucken. Also das mit dem Katana, das, ja, hier sowas, das kann ich echt mal verkaufen. Oh, gibt sogar ein bisschen mehr Kohle als die Anzugteile. Also das lohnt sich dann auch mal hier ein bisschen. So, das Ding habe ich mir gekauft. Aber das hier, was macht das? Damage 59. Naja gut, das ist nicht so. Der Brüller. Das ist halt geil. Naja klar, die gekauften Sachen, die sind dann wahrscheinlich doch um einiges besser als die gefundenen. Trotzdem könnte es ja sein, dass mal so ein gefundenes Teil auch ganz gut ist. Ja, okay, die machen schon wenig. Treasured Level? Max 8? Das verstehe ich nicht. Und hier ein Baseballschläger. Der macht sogar einigermaßen gut Damage. Ah, hier haben wir noch lila Waffen. Oh. Das sieht doch schon mal geiler aus. Das nicht unbedingt, aber das hat vielleicht mehr Schuss oder so. Okay, ach, das ist ein Sniper-Gewehr. Magazin-Size, okay. Okay, das sind 30 Schuss immer. Da kriegt man natürlich dann... Kann man schneller wahrscheinlich feuern. Deswegen ist der Damage geringer. Also das behalte ich nochmal, die Sniper. Aber... die Teile hier... Naja, die können auch schnell feuern. 25, 30. Okay, was ist hier besser? Naja, die sind gleich. Die sind einfach mal gleich. Kann ich aber mal hier eins verkaufen. Oh, 1000. Ja, da kriegt man schon Kohle zusammen. So, das hier habe ich ausgerüstet. 87. Das ist schlechter. Das hat überhaupt keine Magazingröße. Ja. Okay. Aber ja, Level 2, das kann ich auf jeden Fall verkaufen. Meinen auch noch 800. So, die Velvet. Das war ja, glaube ich, meine Anfangswaffe. New. Bam, 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 bam. 12. Okay, 47. Aber das ist auch schlechter. Ich habe hier 87. Ach, das hier war, glaube ich, meine Anfangswaffe. Kann ich auch mal verkaufen. Komm. Überhaupt die mit niedrigem Level, die kann ich dann echt verkaufen. Das brauche ich auch nicht. Ein Shotgun ist halt auch nicht so geil. Weil... das nicht so auf die Reichweite geht. Das hier... Ja, sieht schon ein bisschen besser aus. Aber komm, das hier verkaufe ich jetzt auch mal. Gibt auch gar nicht so viel. Und mit diesen Teilen hier... Nahkampf, das... Ich weiß nicht, da bin ich irgendwie zu schlecht drin. Auf die Dauer geht das dann doch nicht gut. Ja, gibt schon ordentlich Kohle.
Also ich habe jetzt allein dadurch irgendwie 5000 Moneten wieder zusammenbekommen. Deshalb, das lohnt sich schon. Und jetzt ist das Programm wieder abgestürzt. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch gar nicht. Ja, ich mache hier einen Cut und dann bis gleich, wenn ich das, was ich jetzt gemacht habe, nochmal wiederholt habe. Okay, und da bin ich wieder und jetzt gehe ich mal raus. Habe jetzt wieder einiges verkauft und jetzt müsste es gespeichert haben. Das ist nämlich das Ding, wenn man, ich weiß nicht, wenn man da zu lange im Menü ist, vielleicht will der einem einfach sagen, Mensch, spiel doch einfach weiter. Was bist du da so lange im Menü? So, aber Problem ist, ich bin ja Level 7. Ich weiß jetzt gar nicht, die nächste Mission, ist die nicht schon Level 8? Wir müssen aber, glaube ich, auf jeden Fall mit Danette erstmal quatschen. Next Mission, genau. You'll go down to the docks for Bill Hopps, one of the ship technicians. Minikin needs his help. Unlike us, he's just a normal, unenhanced human. But with a bit of luck, he'll be willing to join us. Okay. Frage ich mich, wo der sich dann hier hinstellt. Oder ob das hier dann schief geht. Aber erzähl mir nochmal ein bisschen was über Hopps. Minikins old friend, William Hopps, is hiding in the docks. He's evading both zombies and soldiers. He's a great engineer. He has good tools. And we could use someone like that on our base. Woher weiß sie denn, wo der sich aufhält? Das, also wir sind hier irgendwie safe? Ja, frage ich mich, ob das noch länger so bleibt. Na gut. Und Unenhanced Human, das ist ja recht selten hier auf dieser, auf der Meridian. By the way, what's so different between unenhanced humans and us? I meant, there's theoretically no reason for Hopps to hide from soldiers. He's not an escaped experiment. And what we have in common is that soldiers see us as freaks. We're experiments that should be put inside the freezer. You, me, poor Minikin. Beelick's different. Dr. Beelick, there's a difference. Feel free to ask him why he joined us. Ja, das habe ich ja schon gemacht. Und der, naja, der will halt weiter seine Forschung betreiben und der will ja irgendwie Perfektion erreichen. Also nicht Zombies, aber Perfektion. Naja, ist natürlich auch ein bisschen radikaler Typ. Aber ja, können wir den Hopps überreden? Ich meine, vielleicht denkt er dann auch, wir sind ein Freak. So. Moment. Ach, jetzt kann ich auf Easy spielen? Nee, das Level 7. Und jetzt hier die nächste Story-Mission. Level 7. Level 6. Ach, jetzt kann ich das irgendwie leichter machen. Das ist ja interessant. Das ist ja wirklich mal interessant. Aber gibt natürlich dann weniger Credits und so weiter. Also ich probiere es nochmal auf Medium. Aber sollte ich scheitern, dann mache ich es auf Easy. Das hört sich doch nach einem guten Kompromiss an. Also, ja gut, ein bisschen Money können wir uns ja leisten. Und es geht endlich weiter mit einer neuen Story-Mission. Und ich höre schon die Zombies. I'm here, and there's a welcoming party coming. Kill them. Fire the hangar door. The next area should be clear. Can't be sure though, since Bill disabled some of the sensors. So as always, use a bit of caution and enough firepower. Ja, erstmal hier so ein bisschen Damage machen. Wow, da ist ein Granatenheini. Das hätte ich ja ahnen können. So, ich kann immer viermal schießen, aber ich mache die gut platt.
2, 3, 4. Shit. Okay, ich muss hier raus. Ah, das war dämlich. Der hat sie einfach in der Hand gehalten. Ich kam da nicht durch. Das ist gemein. Ich hätte ihn erschießen müssen. Aber die gefällt mir gut, die Waffe. Also die hat sich auf jeden Fall gelohnt, diese Investition. Braucht natürlich ordentlich Muni, aber... Ja, ich finde ja auch wieder Muni. Also das sollte jetzt nicht so das Problem sein. So, jetzt gucke ich erstmal hier nach Ressourcen. Das war jetzt erstmal die erste Zombie-Welle. Ist denn hier hinten noch was? Tablet oder so? Sieht nicht so aus. Ja, aber das ging jetzt irgendwie. Ja, mit neuen Waffen. Man muss das halt wirklich so machen. Man muss hier neue Waffen sich besorgen. Ich habe das ja schon gesagt im Teil 1. Da war das ein bisschen anders. Da war das so, dass man mit den Standardwaffen eigentlich das Spiel durchspielen konnte. Und konnte die dann halt immer upgraden. Und hier ist es ja so, die Upgrades, die bringen gar nicht so viel. Also auch die Schadensupgrades. Das bringt nur marginal was. Und das ist dann eigentlich rausgeschmissenes Geld, weil es ist... Man verliert das ja dann wieder. So, wo geht's denn hier noch lang? Hallo? Okay, hier sind ja auch noch Gegner. Hier so ein bisschen Geld. Okay. Nicht nachladen. Okay. Die hat sie noch in der Hand gehabt, ja. Verstehe. So, ich nehme mal die hier. Boah, ich treffe nicht. Jetzt aber. Oh, und das hier. Heilstation, jawoll. Das ist sehr gut. Dann brauche ich nämlich... dann brauche ich nämlich kein Medikit nehmen. So, was haben wir denn hier? Ah, Bill Hobbs sagt was zu Michael Steele. Nah, I wasn't born yesterday, so who are you really? One of them soldiers trying to get my ass in the brig? Or one of Wagner's monsters? The way you're talking, I'm guessing monster. So go fuck yourself, I ain't going nowhere. Okay, das wird... Es wird schwierig, den zu überzeugen. Encrypted message. If that's really you, fatso, write me the name of my third wife. You know which one I mean, okay. Ah, das wird dann die Aufgabe sein von... Ich schätze, wir müssen hier irgendwas machen. Das wird die Aufgabe sein von... Minikin, dass er den Hobbs überzeugt. So. Ich schätze, ich war hier oben ein bisschen zu früh. Aber dann habe ich mich hier schon mal ein bisschen umgesehen. Hab noch ein bisschen Geld gesammelt. Und damit ich hier so ein bisschen die Map besser im Überblick habe. Also irgendwie schätze ich mal, dass hier noch irgendwo ein Tablet ist. Naja, alle kann ich nicht finden. Docking Bay access denied. The locking mechanism is set to manual mode. I guess Bill doesn't like visitors. What do I do about it? The door won't open. The hydraulics connection is manually closed somewhere else. Look around. Maybe you'll find a control panel for the local hydraulics network. Or Bill.
He might be somewhere around. Is this it? But I don't see any old technician running around. Yes, that should be it. There should be a mechanical lever or a valve there. Ja, gucken wir mal. Aber vielleicht kommt dann da was raus, was uns gar nicht gefallen wird. Und wie viel habe ich hier? Na, da habe ich jetzt ein bisschen viele Schüsse verbraucht. Just an empty hole. Maybe something used to be here. Damn. You have to find Bill. Hopefully he's hiding somewhere nearby. Try the generator shaft. I've opened the door. I guess Bill will have the lever on him. Okay, da müssen wir jetzt diese beiden Türen erkunden. A lever in the technician's pocket. A nice security system. You have to admit, it works for Bill. The best and only protection against hackers is to have nothing to hack. Ja, sieht so aus, aber wir haben jetzt erstmal Gegner. Okay. Ein schöner Headshot war das. Dann nehme ich jetzt erstmal die Waffe, weil gegen diese kleinen Zombies reicht die ja vollkommen, aber nicht, wenn ich da hängen bleibe. So, nur noch einer? Nee, da sind noch mehr. Natürlich sind da noch mehr. Ah, da ist zum Beispiel einer. Okay, Granaten-Heini. Was das jetzt? Sieht so aus. Das war jetzt hier eine Welle. Okay, das kann ich nicht nehmen. Vielleicht sind das Explosives, wenn ich es nicht nehmen kann. Ja, wenn ich das hier durchsuche, dann ist er im anderen. Ja, sowas. Noch sind sie aber nicht gespawnt. Boah, das sieht aber geil aus hier. Ja, manchmal erzeugt das hier schon eine ziemlich coole Stimmung. So, jetzt habe ich die Waffe wieder aufgeladen. Ah, okay, ich muss das hier erst schließen. Aber könnte ich das dann auch wieder einschalten? Nein, kann ich nicht. Sonst hätte ich die da durchschicken können. So. Ja, jetzt sind sie da. Ja, also das Level-Design ist schon geiler als im ersten Teil. Das ist nochmal deutlich. Deutlich abwechslungsreicher und stimmungsvoller und ja, also das, wo dann auch das war mit dem Garten und so. Oh, ein Medikit. Ach, von hinten kommen jetzt auch welche. Das wusste ich ja nicht. Warum kommen die jetzt von hinten? Das ist merkwürdig. Okay, jetzt sind aber nur noch welche von rechts. Okay.
jemand von hinten? Erstmal nicht. Hohohohoho. Boy, die haben jetzt doch ziemlich viel Damage gemacht. Gar nicht mal so angenehm. Und hier ist die Muni allmählich zu Ende. Ich hoffe, ich finde noch was. Okay, das scheint es erstmal gewesen zu sein, aber wenn ich die nächsten Punkte erreiche, dann wird es wahrscheinlich weitergehen. Oh shit. What is it? Okay, wo kamen da jetzt diese 100 Zombies her? Aber ist das Hobbs? Das ist ja ein anderer Minikin, aber das ist wirklich Hobbs. But I got the lever. Damn, Milliken won't be happy. And we could have used Bill. At least bring his tools and equipment. Oh Mann, ey. Das war Hobbs, der sieht ja genauso aus wie Milliken, naja. Die Engineers, die sehen halt alle so aus. You know, Milliken, I should have listened to you. But I was damn sure I'd be better on my own. I know this ship like a back of my hand after all, right? But those damn zombies. Nanomed kit patched me enough to crawl away, but those fuckers, they're suddenly everywhere. Well then, good luck with your mutiny. Nice knowing you. Ich wusste doch, dass in unseren Hub niemand mehr reinpasst. Oh Mann. Hier geht's weiter, okay. Wahrscheinlich die nächste Welle an Zombies. Erstmal nur Geld. Oder sind wir jetzt... Ach, wir sind jetzt auf der anderen Seite. Kommen wir jetzt wahrscheinlich raus. Jetzt kommen wir wieder hier raus. Maybe they found out about Bill. Or maybe they lost your fight with the zombies. In any case, this is a serious complication. Oh man. I hope you're up to it. Da sagst du was. Ja, ja, no problem. Engaging enemy. Okay, da unten ist eine Healing Station. Oben wäre auch noch eine. So habe ich keine Chance. Ich hoffe, da kommt mal einer durch hier. Das wäre cool. Aber machen sie irgendwie nicht. Das machen sie natürlich nicht. Wie viele sind es denn? Okay, einer rechts und zwei vorne. Und jetzt kommt einer. Der schießt aber immer nur auf die geschlossene Tür. Was ist denn eigentlich, wenn ich hier nochmal den ganzen Gang zurückgehe und von der anderen Seite komme? Könnte ich die dann überraschen? Boah, hier ist es richtig laut, weil ich jetzt unter denen bin. Dass so eine kluge Idee ist. Alter, die Explosion ist durch die Tür gegangen. Scheiße. Boy.
Sind die gemein. Okay. Einer weniger. Seid ihr? Noch einer weg? Hä? Wo ist er hin? Oder habe ich sie alle erwischt? Okay, anscheinend habe ich sie alle erwischt. Interessant.